Wenn Sie Kugelteilauszüge in ein Möbel ohne vorgebohrte Lochreihe einbauen wollen, müssen Sie die Befestigungspositionen erst einmal anzeichnen. Die Auszüge werden immer bündig an der Vorderkante des Möbels angeschlagen. Die erste Bohrung liegt, egal bei welcher Auszugslänge, immer 37 mm hinter der Vorderkante. Alle weiteren Bohrungen sind abhängig von der Schubkastenlänge und Höhe. Legen Sie nun die Rollschubführung an und schrauben Sie an den markierten Stellen oder aber an den schon vorhandenen Bohrlöchern die Auszüge an den Korpus. Schieben Sie dann den Schubkasten mit der Nut auf die Auszüge und fixieren Sie den Kasten dann mit einer im Lieferumfang enthaltenen M4-Gewindeschraube.